Kommen wir zum nächsten Thema, Klimafolgenanpassung. Professor Lepprich hat vorhin ja schon darauf hingewiesen, dass die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher werden. Die Wälder leiden unter Klimastress, Starkregenereignisse und Dürreperioden beeinträchtigen den Landwirtschaftswasserhaushalt. Moore, die als bedeutender CO2-Speicher gelten, trocknen aus. Mit welchen Maßnahmen oder Strategien wollen Sie diesen Entwicklungen entgegentreten? Da bleibe ich bei meiner Eingangsaussage. Wir müssen als Politik, als Parlament, als Deutscher Bundestag endlich zur Kenntnis nehmen, dass wir hier eine Klimakatastrophe und keinen Klimawandel haben. Solange diese Erkenntnis nicht da ist, ist das alles für meine Begriffe gut gemeint, aber nicht unbedingt gut gemacht und bleibt möglicherweise viel Schusterei. Und wenn man die Erkenntnis hat, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, gibt es zwei Faktoren. Auf der einen Seite muss ich eine Akzeptanz gewinnen, indem ich das sozial verträglich mache. Also wenn sich Klimaschutz nur die Reichen leisten können und die Armen in die Röhre gucken, habe ich genauso wenig erreicht. Und auf der anderen Seite muss ich in einer sozialen Marktwirtschaft, und das sage ich jetzt auch mal bewusst als Linker, der im Wirtschaftsausschuss ist, Strukturen schaffen, wo die Wirtschaft mit Klimaschutz Geld verdienen kann. So, also wir müssen Produkte, wir müssen Produktionstechniken, Verfahren und so weiter, alles Mögliche entwickeln, dort Weltmarktführer sein und quasi Klimaschutz muss Exportschlager werden, anstatt Autos als Exportschlager weiter zu definieren. Und das ist für meine Begriffe, zumindest in Teilen der Wirtschaft, hatte Citario auch die Diskussion in der IHK, das ist bei vielen Betroffenen, auch bei vielen Unternehmen, auch bei vielen Betriebsräten noch nicht angekommen. Da will man lieber, ich war heute bei Ford bei der Demo dabei. Klar, die Leute haben Angst vor ihren Jobs, vor ihren Arbeitsplätzen, gut bezahlte Arbeitsplätze, tariflich gebunden, Flächentarifvertrag, alles in Ordnung. Aber man muss dort auch klar sagen, liebe Leute bei Ford und bei den Zulieferern, möglicherweise in 10, 15 Jahren werden so viele Autos nicht mehr hergestellt wie heute, weil der Bedarf zurückgehen wird, wenn der ÖPNV und andere Sachen besser sind. Und da sage ich mal, diese ganze Diskussion, die notwendig ist, die Frage ist vollkommen d'accord. Aber wir müssen erstmal den ersten Schritt gehen, bevor wir darüber diskutieren, wie der vierte und fünfte Schritt gemacht wird. Und der erste Schritt ist zumindest von einer Mehrheit in dieser Gesellschaft, die was zu sagen haben, also ich sage mal die Unternehmen, die Regierungen, die Parlamente, ist dieser erste Schritt noch nicht gegangen worden. Und da braucht es Druck, wie von Verbänden, die hier heute mit online am Tisch sitzen, da braucht es noch mehr Druck. Druck von der Straße, Druck von den Vereinen, Verbänden, Initiativen. Sonst läuft dort gar nichts. Sonne Speicher. Ja, eine Frage aus dem Chat. Was halten Sie von dem Vorschlag, abends vor der Tagesschau einen Nachhaltigkeitsclip zu spenden, anstatt Börse vor acht? Also ich kriege jeden Tag, also ich gucke fast jeden Tag Fernsehen, das gebe ich zu. Auch gerade Tagesschau ist irgendwie so für so einen Politiker, Bundestagsabgeordneten, so ein Stück weit Pflichtprogramm, interessiert mich auch, gut gemachte Sendung. Und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wieso dort in der allerbesten Sendezeit über Aktienkurse philosophiert wird. Ein Thema, was ich glaube 98% der Bevölkerung wie die Wasserstandsmeldung interessiert, sei denn es ist gerade irgendein Unwetter im Anlauf. Man kann das allermöglich nutzen. Wie gesagt, wenn es nach mir ginge, würde ich das Sandmännchen wieder ausstrahlen. Da hat man wenigstens die Kinder was davon. Aber von mir aus auch der Vorschlag, der von der Fragestellerin gemacht wird. Vielleicht kann man auch ein abwechslungsreiches Programm machen, dass man montags ein Thema, dienstags ein anderes Thema und von mir aus dann an einem der 7 Wochentage auch Börse, damit auch die irgendwie ihr Hobby weiter haben. Aber man kann an 7 Tagen die Woche was anderes machen und ich bleibe trotzdem dabei. Denn ich muss immer oft, glaube ich, auf den MDR umschalten, um meiner 5-jährigen Tochter das Sandmännchen zu bringen. Das gehört ins erste Programm. Kommen wir zum letzten Thema, bevor wir in unsere Schnellfragerunde übergehen. Das ist die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist ja zwiespältig. Einerseits trägt sie zum Klimawandel bei, andererseits leidet sie auch zunehmend unter den Folgen des Klimawandels. Zum Beispiel die Tierhaltung ist für rund 2/3 der Emissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich. Was wollen Sie tun? Wie wollen Sie sicherstellen, dass zum einen sich der Beitrag der Landwirtschaft zum Klimawandel signifikant verringert und zum anderen klimastabiler wird? Auch an der Stelle wieder meine klare Zwischenbemerkung, dass ich, was Landwirtschaft angeht, nur Laie bin. Es gibt nun mal im Bundestag über die Ausschüsse eine gewisse Arbeitsteilung, dass ich quasi bleibe dann an der Oberfläche. Aber das wird die Zeit, dass man irgendwie für 1,39 500 Gramm Schnitzelfleisch im Kühlregal kauft, hat eben die Konsequenz, dass ich sowas nur mit Massentierhaltung machen kann. So, da
gibt auch Bereiche wieder in der Bevölkerung, die, was die Finanzen angeht, relativ dünn dastehen. Jemand, der wie ich als Bundestagsabgeordneter über eine ausreichende Diät verfügt, dem ist das egal, ob dies 39 oder 4,99 kostet. Ich merke das an meinem Kontoauszug gar nicht. Das ist jetzt mal ganz platt. Das heißt aber nicht, dass ich dort irgendwie die Preise von bestimmten Lebensmitteln subventionieren kann, weil wir müssen zu einer anderen Herstellung kommen. Es muss aber eben auch so organisiert werden, dass auf der einen Seite sich auch Menschen, die über ein geringeres Einkommen verfügen, sich leisten können, auch in den Biomarkt oder Lebensmittel kaufen können, die über Biostandards verfügen. Das wird aber nicht eins zu eins wie bei anderen Themen. Ich sage mal, die Heizung und der Strom in der Wohnung und so weiter ist was völlig anderes wie die Lebensmittel. Ich selber bin nicht betroffen, ich kenne es aber von der Generation vor mir. Da gab es die Woche zweimal Fleisch. Heute gibt es mindestens zweimal am Tag Fleisch. Also wir müssen dort auch wieder bestimmte Sachen ändern. Das geht nicht über Verbote oder über allein an der Preisschraube drehen. Da muss auch ein Bewusstsein dafür her, dass bestimmte Lebensmittel einen Wert haben. Und gerade Lebensmittel, es gibt ja auch viele, die sind Veganer, Vegetarier und so weiter. Es ist allerdings auch nicht der Zwang, dass man alle Leute dazu bringen muss. Der Mensch ist von der Biologie her ein sogenannter Allesfresser. Das ist zumindest beim Biologieunterricht habe ich das mal so gelernt, auch schon ein paar Jahre her. Aber der Fleischkonsum, was eben für meine Begriffe aus dem Ruder gelaufen ist, und das hängt dann mit der Klimadebatte zusammen, also dass Fleisch und Wurst im Supermarkt zum Teil billiger ist wie Obst und Gemüse. Also dieser Trend muss zumindest umgekehrt werden. So, und da müssen wir quasi, da bin ich eher ein Konservativer, da müssen wir wieder ein bisschen zurück, was die Landwirtschaft angeht. Ja, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Das wird zu Einschnitten führen, das wird auch zu Unmut führen. Ich esse auch in Berlin mein Leben gern Currywurst, kann die im Saarland nicht leiden, aber das hat mit meiner Herkunft wieder was zu tun. Aber eine Currywurst für 1,50 ist eben keine Currywurst, wo der sie verkauft, ordentlich bezahlt wird, wo der Bauer sein Geld bekommt für die Herstellung. Da brauchen wir einen grundsätzlichen Strukturwechsel.